Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge, ich werde mein Mikrofon mal ein bisschen weiter wegstellen, ich hoffe mal, dass das besser ist für euch, haben wir unseren kleinen Minus-Lander, beziehungsweise unser Hovergerät, in den Orbit gebracht von Kerbin. In der Folge davor haben wir ihn noch mal ein paar Mal getestet mit ein paar Crash-Landungen. Ich habe nochmal modifiziert in der Zwischenzeit und währenddessen drehen wir uns jetzt hier im Kreis oben im Orbit. Ja, aber wir wollen ja zu Minmus. Minmus befindet sich aktuell hier und bewegt sich, wenn ich mich nicht irre, in die Richtung. Das werde ich mir gleich nie merken, in welche Richtung sich das bewegt. Ah, schauen, in die Richtung. Perfekt, dann sind wir... Wir schaffen es echt immer timingmäßig relativ gut, ne? Kann das sein? Add Maneuver hier. Das ist wenn das halbe Spiel in Deutsch und das halbe Spiel in Englisch ist, ne? Das ist Katastrophe. So, over. Zoom raus. So, jetzt vorsichtig. Nein, so soll das jetzt auch nicht unbedingt sein hier. Jetzt mal kurz hier realistisch sein, meine Freunde. Also die Berechnung funktioniert mal wieder grandios von diesem Spiel, ne? Jetzt hat. Orbit ist da. SAS Maneuver Point. Bewegt sich das Ding denn überhaupt? Ich habe so das Gefühl, so minimal. Wenn überhaupt, dreht ich. Aber okay, man muss auch zur Ehre sagen, ich habe kein groß genuges SAS an Bord. Ich habe gehofft. Oh shit, es bewegt sich. Oh. Oh. Ich glaube, das müssen wir noch machen, wenn wir wirklich kurz vom Punkt. Wie lange müssen wir. Eine Minute müssen wir Schub geben. Ich spule mal hier hervor, weil es kann eh sein, dass wir. Nee, kommen wir nicht, weil der Manöverpunkt passt hier ran. Der war ja was. Katastrophe! Mal wieder Katastrophe! So, 14 Minuten, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und ich tue jetzt ganz leicht mein Orbit anpassen anfangen. Und dann erst Vollschub geben, sobald wir in der Nähe von unserem gezielten Orbit sind. So machen wir jetzt relativ, tun wir einfach unsere Rotation ändern, sozusagen. Jetzt gehen wir nicht in die richtige Richtung. Und jetzt, oh fuck, gehen wir Vollgas. Jetzt geht es in Vollkaracho Richtung Minmus. Ich glaube, unsere ganzen Pläne passen noch. Sollten aber eigentlich ganz gut passen. Ja, okay, da so weit kommen wir nicht mal, weil davor krachen wir in Kerbin. Nicht so ideal. So, aber es ist eigentlich eine relativ nett gebaute Stage. Muss ich schon lassen eigentlich, ne? Vor allem das da bleibt ja auch nicht übrig. Das fliegt auch weg, weil hier oben ist die Truss drin verbaut. Eigentlich schon nett geworden. Muss ich schon gestehen. Ich habe es echt schlimmer vorgestellt. Es passt auch hier oben so gut rein. Deswegen habe ich euch hier einen 4 Meter auf 5 Meter genommen. Weil 4 Meter breit ist das Teil, wenn es zusammenklappt ist.
Das ist schon eine nice Sache. Eine nice, nice Sache. So, so, come on, Pepe. Come on, come on, come on, come on. Lass mich Minmus sehen. Das gleich müssten wir eh rausschießen, wäre. Das ist immer dieser erste Teil, so bis zu 5 Millionen, 6 Millionen. Da ist es hart und danach, puh, weg sind wir. Sozusagen. Da sind sie noch ein paar Meter pro Sekunde. Und das ist genau der Punkt, warum wir da draußen eigentlich eine Base brauchen. Weil es einfach simple as fuck vom MS-Bereich her ist. Nein, fuck. Kann ich das mit RCS noch retten? Perfekt, dankeschön. Und was wir jetzt sicher nicht machen werden, ist Vorspulen Chat. Er hat schon wieder um 2000 verändert. Volles Arschloch. Allein schon eine 2-Tages-Reise nur bis da oben hin. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ich aber vermute, ist, dass das eine 2-Runden-Reise ist. Weil es wird kaum dauern, bis wir hier sind, dass das... Wann ist die Begegnung? In 15 Stunden... 15 Tagen nachdem. Warum sagt er mir dann eigentlich, dass ich es jetzt schon habe? Why? Sag doch in Runde 15. Acht Tage Vorsprung? What? Echt so lange da? What? Okay, das war unerwartet. Dann habe ich hier falsch gerechnet. Aber okay, wir haben fast noch 40 MS. What the fuck? Ja, okay, wir schießen auch hoch und runter mit einem Schwung. Das ist schon was. Okay, dann ergibt es Sinn. Hier vorspulen. Wie gesagt, ich spule nicht mehr an die Notes vor, weil irgendwie gibt es da immer eine Karambolage irgendwie. Das ist nicht so cool. Nicht so wirklich cool. So. Ach, spul doch schneller vor. High Speed. 3 Stunden. Wir spulen deswegen so langsam vor. Hier vorspulen. So, come on. Bisschen flotter. Komm schon, das schaffen wir. Komm, das geht schon. Das geht schon. Jetzt geht er wieder runter und jetzt zieht er wieder rauf. Wir müssen uns echt retrograde ausrichten, ne? Ich werde langsam mal hier so ausüben, meine Kraft. Man merkt schon, er hat um einiges mehr Schub. Allein jetzt schon hat, übt er viel, viel aus. Wo bist du denn, Kirby? Da! Hi, Minmus! Hi, Kirby! Hi, Mann! Und jetzt machen wir unseren Fangburn. Wie gesagt, das sind ja No-Way-Back-Tickets sozusagen, die haben. No-Back-Tickets, wie man es immer sagen will. Es gibt auf jeden Fall keinen Weg zurück für die. Und der einzige Grund, warum ich das jetzt so mache, ist, weil ich diese Stage vernichtet haben will. Und ich jetzt vorsichtig doch mit dem RCS von da oben...
Wollte ich das nochmal ausmachen? Kann ich mich so drehen? Nope, geht nicht. Fuck. Okay, das ist natürlich uncool. Die da unten haben keine Telemetry, wie es ausschaut. Das sind nur ganz leichte Thruster, die ich da verbaut habe. Das ist das Problem. Jetzt kann das auf den Boden fallen. Ah, die haben echt keine? What? Okay, lol. Das war unerwartet. Wir sind schon hier nicht im fünffachen Thrust eigentlich. Also die sind stark, aber ich habe vergessen, dass die kann... Oh Gott, jetzt brauche ich also das erste erst von da oben. Boah. Kann ich wenigstens... Verbraucht es den Tank? Kann ich, wenn ich sage, okay. Okay, das geht. Ich kann also nochmal umtanken, bevor ich... Ah, ich kann doch auch die locken, oder? Genau. Dann verbrauchen die währenddessen nichts. Das ist gut. So wollen wir das. Okay, dann hovern wir nach da oben. Diesmal wieder Retrograde. Minmas! Gleich auf der Schattenseite wieder. Da sieht man, wie sehr die funktionieren, ne? Gar nicht. Ah, da sieht man auch... What? Die funktionieren rather good. Man hört auch die SES-Thruster. Ist gut, RCS-Thruster. Was hast du für eine Panik? Okay, wir sind jetzt im Orbit wieder. Okay, das da oben ist vielleicht nicht die schlauste Idee. Aber mich würde es trotzdem irgendwie interessieren, wie tief gehen die? Okay. Das da ist jetzt natürlich ungut. Was man natürlich machen könnte. Muss nicht sein, kann man da machen. Man kann sie ausfahren. Sind die nicht eigentlich gelockt? Nee, sind sie nicht. Ich finde es so toll, dass das so einfach funktioniert und so simpel. Ah, es funktioniert. Okay. Wir fahren sie aber fürs Erste wieder ein. Am Anfang bleibt es auch noch so schön gerade. Bis zu dem Punkt kann das Ding fliegen. Und dann kippt es erst. Das ist so geil. Ich habe das jetzt so abgestimmt, dass es genau an der Kante auch hängt. Das ist... Ah, liebe es. Zwei fürs Locken. Bedeutet, die sind jetzt erstmal gesperrt auch. Und wir müssen... Jetzt dann auf die Action warten. Ich warte ehrlich gesagt lieber. Bis wir circa da sind. Ich habe das Gefühl, es macht nicht heute mehr Sinn. Manöver hinzufügen. Und ich drehe das einfach. Um die passenden Winkel.
Checkpoint. Diesmal fliegen wir mit, ne? So. Lol, jetzt dreht sich's. What? Warum schafft es sich auf einmal zu drehen? Haben die bemerkt, dass sie doch Telemetry haben oder was ist jetzt los? Hä? Ich habe keine Ahnung, was hier ist an. Ich schwör's. Ich hab nichts an. Ich habe echt nichts. Hm? Also jetzt mal echt da. Hä? How? Vorspulen tue ich nicht, ne? Nee. Die Kamera ist hier unten immer so weird. Ich hasse es. Warum? Hier vorspulen. Von da aus kommt man halt echt gut auch überall hin. Wir können hier die verschiedensten Creator dann in Zukunft auch untersuchen. Ich habe auch, sagen wir mal, so ein bisschen Inspiration aus verschiedensten Filmen genommen. Also For All Mankind, der Film. Oh. Also die Serie, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber die Serie selber ist so schön. Warum ich die echt genommen habe, weil die so ein Low Profile haben, damit ich die Beine benutzen kann. Das ist mein Problem gewesen. Die nächsten Folgen werden lustiger, wenn wir das von A nach B fliegen müssen. Retrograde ausrichten. Er schafft's. Hä? Jetzt mal Ashley. Hä? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Wir fahren mit 1 unsere Solarpaneele wieder ein, weil immerhin geht. Au! Also, das ist. Mir fällt es nie so auf, aber habt ihr gesehen, wie die noch schräg waren und das ist reingefahren? Eigentlich muss es warten, drehen. Okay. Wir sparten auf Part 2, auf KSP 2. Aber nachdem ich jetzt aktuell auch animiere, bin ich ein bisschen blieber geworden. Ja, ich animiere gerade und ihr werdet irgendwann mal erfahren, für was. Es kann noch dauern, aber ich habe was Großes vor und ich will es umsetzen. Und um nicht Stress zu machen, sage ich auch nicht was. Versteht einfach, dass das ein Grund hat, warum ich es nicht sage. So. Geil, jetzt habe ich es wohl so getimt. Dass wir uns actual nicht bewegen. Sehe ich wenigstens. Also mir wichtig ist, wir tun jetzt erstmal die Beine aus. Oh Gott, die bewegen sich alle. Perfekt, gut. Ich versuche gerade zu erkennen, wo unsere Station ist. Das ist leider nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Warte mal. Ich will jetzt eher nochmal, dass wir uns abpitchen. Bisschen den Flug verlängern. So, okay. Jetzt können wir nochmal Retrograde ausberichten. Aber wir können ja eh jederzeit bremsen, das ist der Unterschied.
Ich will bloß so versuchen, so gerade wie möglich runterzukommen. Aber sie finden ehrlich gesagt auch unsere Station gerade nicht. Das Laggen könnte es jetzt sein. Ah ne, fuck, wir haben auf Ziel umgestellt. Umlaufbahn. Oberfläche. Wir sind circa auf der Höhe. Wo ist sie denn? So weit weg können wir jetzt auch nicht sein. Ich tue nochmal ein bisschen RCS verwenden. Also man hier merkt, dass das absolut nichts bringt, weil die Booster da drunter sind. Wir sind voll daneben geflogen. Er müsste irgendwo in diesem Bereich gleich unsere Station aktuell sein. Und da vorne irgendwo unsere Base davon. Okay, da müssen wir wohl in der nächsten Folge zur Base erstmal fliegen. Vollkommen überfordertes System. Ich darf nicht vorspulen, das ist doch Verarsche. Mich würde interessieren, wo zur Hölle? Wenn wir ihn noch, wie lange wollen wir denn noch? 800 Meter, ja, da haben wir noch Zeit. Wo ist unser Satellitensystem? Karte. Kartentyp Visual. Ressourcen, kann ich die ausschalten? Ich will Ressourcen ausschalten, Jungs. Dankeschön. Ich hätte aber gerne Vessels. Jetzt haben wir noch 500 Meter noch. Ja, das ist ja eh noch eine Ewigkeit. Da unten sind wir langsam. Irgendwo auf diesem runden Ding ist unsere andere Station. Alle Vehikel synchronisieren. So, 120 Meter, 80 Meter, 60 Meter. Stabilization. Landung. Wir sind auf der Oberfläche. So wie wir das wollten und schön gerade auch noch. Leider bloß ein bisschen zu weit weg von unserer eigentlichen Station, von unserer Mission, wo wir hinwollen. Aber das folgen wir, dann tun wir in der nächsten Folge dann uns anschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.